Also Tag Nummer 10, 10. Dezember. Heute schauen wir den Goldschmied an. Oh. Es gibt auch einen Silberschmied, aber wir schauen uns heute den Goldschmied an. Okay. Und zwar ist die Frage, wie hoch ist der Schmelzpunkt von Gold? A. 774 Grad, B. 1064 Grad oder 1497 Grad? Susanne? Ich erinnere mich dran, vielleicht auch falsch, aber ich glaube, Antwort B, über 1000 Grad. Ich denke, der Siedepunkt von Stahl ist ja schon, also von normalem Stahl. Ja, du nimmst ja meine Worte aus dem Mund, weil ich wollte auch mit dem Stahl anfangen. Das ist, irgendwie ist es jetzt leicht peinlich, gell? Ich komme ja aus einer Familie, die mit Stahl aufgewachsen ist. Aber ich glaube, also dass ich glaube, es ist Antwort B. Und du, Stefan? Also ich glaube auch, dass, also ich glaube A. A ist ja unter 1000 Grad, weil Gold ist ein relativ weiches Material. Ja. Gold kann sehr gut verarbeitet werden von Goldschmieden. Und es muss auf jeden Fall einen niedrigeren Siedepunkt haben als Stahl, denn sonst würde der, die Stahlschere auch schmelzen, wenn dieses Stück Gold aus dem Ofen rauskäme. Und nicht, dass ich wüsste, ob man den Stahl schmilzt. Was jetzt natürlich relevant wäre. Aber deswegen sage ich mal A. Punkt geht an Susanne. Ah, das geht nicht. Susanne, was machst du denn? Das war jetzt noch nicht Glück. Ich glaube, Susanne hat früher mal Trivial Pursuit gespielt. Genau, also der Schmelzpunkt von Gold liegt tatsächlich bei 1064 Grad. Glückwunsch. Stefan. Ja. Die Stahlbaronin. Ich habe morgen Stahlbaronin.